Wir haben heute das Atomkraftwerk Brockdorf blockiert. Rund 200 Aktivistinnen und Aktivisten haben beide Zugänge zum Atomkraftwerk dicht gemacht. Vor dem Hintergrund, dass dort Revisionsarbeiten stattfinden, die blockiert werden sollten. Es ist uns insgesamt gelungen, die Arbeiten über eine Stunde aufzuhalten. Wir wollten damit deutlich machen, dass wir nicht der Meinung sind, dass man Atomkraftwerke noch 10 Jahre lang weiterlaufen lassen kann, sondern alle Atomkraftwerke sofort abgeschaltet gehören. Auch wenn heute nur 200 Aktivisten hier vor Ort waren und sich der Polizei widersetzt haben, hier blockiert haben, war das ein wichtiger Schritt der Anti-Atom-Bewegung. Demonstrationen alleine reichen nicht, sondern es muss weitergehen. Hier wurde heute ein Anfang gemacht, das auch deutlich zu machen. Auch von Linksjugend Zollert, von der SAV, waren Aktivistinnen und Aktivisten vor Ort. Wir sind der Meinung, dass nicht nur alle Atomkraftwerke sofort abgeschaltet gehören, sondern die gesamte Energie umgestellt werden muss auf regenerative Energien, dass massiv Energie gespart werden muss. Das geht nur, wenn wir die Macht der 4 großen Energiekonzerne brechen, sie verstaatlichen und demokratische Kontrolle und Verwaltung überführen, dadurch die Umstellung auf regenerative Energien möglich machen und so Klimawandel, Atomkraft stoppen. Zum AKW-Gelände freizugeben. Sollten Sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, wird die Polizei mit Zwangsmaßnahmen gegen die Verlegung der Revision hat sicherlich Probleme für die Mobilisierung gebracht. Es wurde am Anfang mit deutlich mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet. Es hatte auch den Effekt, dass hier die Blockaden relativ schnell geräumt werden konnten. Das gilt es besser zu machen, dass wir mehr Leute auch noch für zivilen Ungehorsam, für Blockaden gewinnen. Eigentlich wäre es die Aufgabe gerade der Partei Die Linke und Gewerkschaften hier auch zu mobilisieren, zu Demonstrationen und Blockaden ihre Möglichkeiten zu nutzen, die auch zu stärken. Das gilt besonders auch im Hinblick auf die Castortransporte durchzuführen. Im Herbst sollen wieder neue Wagen nach Gorleben fahren. Dort müssen wir an die Mobilisierung der letzten Jahre anknüpfen, mit Tausenden, Zehntausenden dort vor Ort sein und das verhindern, weil Atomkraft ist unsicher, die Atomkraftwerke müssen gestoppt werden. Hier konnte nur ein Anfang gemacht werden und das muss noch weitergehen. Gewissenloses Mann passieren, erst wenn der letzte Marsch ist, gegen Mann zu hinweg.